Also hier an diesem Standort probieren wir Direktsaat im Biolandbau vom Mais. Das ist eine sehr grosse Herausforderung, weil wir auf jegliche Herbizide, insbesondere auf das Roundup, bei der Direktsaat verzichten. Wir machen die Versuche, weil es hier keine Erosion gibt in diesen Beständen. Und hier hast du natürlich Abschwemmung, das sieht man hier, eine leichte Hangneigung. Weiter hast du viel mehr Verdichtungen, das sieht man hier auch an diesen Pneus, oder? Wie das angedruckt wird. Das hast du hier nicht. Mit der schweren Erntemaschine hast du hier praktisch keinen Bodendruck, hier hast du Bodendruck. Man hat auch viel mehr organische Substanz in diesen Verfahren, hast du hier nicht. Und daneben beim Stickstoff noch die Wirkung der Leguminosen. Das ist jetzt so kurz gesagt der Vorteil von diesen bedeckten Direktsaatverfahren gegenüber dem Pflug. Der Ablauf von einer Direktsaat Mais fängt eigentlich schon im Vorjahr an. Das heisst, nach der Getreideernte werden Stoppelbearbeitungen gemacht und dann Mitte September bis Ende Oktober die entsprechenden Begrünungspflanzen, die überwinternd sind, angesagt. Wir haben verschiedene Begrünungsmischungen in den letzten Jahren getestet. Was sich am besten bewährt hat, sind DFB 33. Das ist eine Futtererbse, die sehr massig wächst, die sehr gut überwintert. Dann im Frühling muss man warten, bis man die Bodentemperatur von 8 bis 10 Grad erreicht hat, um den Mais zu säen. Weil durch die Bedeckung der Begrünung der Boden sich viel langsamer erwärmt. So zwischen dem 20. Mai und dem 1. Juni haben wir in den letzten Jahren den Mais ausgesät. Das fängt an, dass man zuerst mit dem Messerwalze die Begrünung abwalzen und dann mit einer Direktsämaschine den Mais in die Schlitze hineinsäen. Jetzt auf dieses Jahr her hat Hans-Peter Breiter die Sä-Technik noch ein bisschen angepasst und verfeinert. Wir hatten immer die Schwierigkeit gehabt, dass eigentlich der Sä-Schlitz nur 1 bis 2 cm breit war und sich das Saatkorn, der Keimlinge, zwischen den entwickeln musste. Und er hat jetzt die Sämaschine so weit angepasst, dass sie zuerst schneiden, die Pflanzendecke schneiden und nachher mit Räumer den Sä-Schlitz wie eine Art freilegen, dass das Saatkorn nachher eigentlich bessere Bedingungen hat zum Wachsen. Durch das hat man auch die bessere Erwärmung vom Boden und durch das erhofft man sich auch ein bisschen schnelleres Auflaufen vom Mais. Damit wir den Start vom Mais ein bisschen optimieren können, haben wir jetzt in den letzten Jahren 250 Kilo Biorga Quick direkt zur Saat gegeben. Also hier sind wir im Verfahren Mulch. Da hat man 3 Tage vor der Saat hat man den ganzen Bestand von Roggen, Wicken, Erbsen in Kanakli abgemulcht. Und diese Schicht bedeckt im Moment den Boden und hindert die Unkräuter am Wachsen. Und man sieht hier, unter dieser Schicht ist trotz den wenigen Niederschlägen im Moment immer noch ein bisschen feucht. Also hier sind wir jetzt im Verfahren EFB 33. Was hier erfreulich ist, ist eigentlich, dass man bei den EFB 33 den Mais praktisch die gleiche Höhe hat wie im Pflugverfahren. Und auf was dass man das zurückführen kann, das sind jetzt reine Spekulationen. Aber es ist durchaus möglich, dass halt der fixierte Stickstoff von den Erbsen durch Knöllchenbakterien, dass der Mais von dem Stickstoff schon hat können profitieren. Als Vergleichsvariante haben wir einen Streifen gepflügt. Durch die ganze Bearbeitung mit den Kreislegen, mit 2 Hackdurchgängen, hat man eine eindeutig bessere Mineralisierung gehabt. Und das zeigt sich auch in der Pflanzenhöhe. Was interessant ist, ist aber hier, im oberen Bereich des Bodens ist er doch schon relativ recht ausgetrocknet. Also wie sich das Ganze schlussendlich auf den Ertrag auswirkt, das kann man dann eigentlich erst im Herbst sagen, wenn man TS-Bestimmungen macht vom Mais. Sehr häufig zeigen die Erfahrungen, dass direkt gesäte Mais eher einen höheren Trockensubstanzgehalt hat und das dann eigentlich beim Ertrag wieder zum Teil kompensieren kann. Also Direktsaat im Biolandbau vom Mais haben wir in den letzten 4 Jahren gesehen, ist grundsätzlich möglich. Es braucht aber noch Optimierungen, einerseits im ganzen Düngungsbereich.
Es braucht Maissorten, die eine kürzere Vegetationszeit haben. Und ein weiterer Punkt sind noch die Schnecken. Wir haben jetzt gesehen, das Verfahren, das Roggen drin ist, dass man dort einen höheren Schneckenbefall hat, wie bei Verfahren mit der EFB 33 oder mit den Inkarnakli und Wicken. Also eine weitere interessante Beobachtung war, dass man zuerst eigentlich gemeint hat, man hätte Krähenfraß, weil Krähen sind auf dem Fell gewesen. Aber nach längerem Beobachten der Krähen haben wir realisiert, dass die Krähen ja nicht am Mais gegangen sind, sondern eben eigentlich die Schnecken gefressen haben. Aber die ganze Schneckenproblematik, das ist sicher ein Punkt, den man berücksichtigen muss, aber der wahrscheinlich lösbar ist durch die Begrünungen.